Willkommen zurück zu Still Life. Ja, Freunde, das sind wir nun. Wir kommen da leider nicht in dieses Gebäude so richtig rein. Beziehungsweise nicht an den Türsteher vorbei. Der hat ein Problem mit uns. Wir wollten uns da ein bisschen, ja, als einer ausgeben, die wir aber nicht sind. Uns fehlt eine Karte, ein Pass, was auch immer. Und unsere neue Freundin, die doch sehr ein bisschen interessiert an uns war, die könnte uns da wiederum weiterhelfen. Deswegen gehen wir doch mal zu ihr. Ach, da steht ja auch noch unser... Wie heißt du nochmal? Hey, Officer Tate. Alles klar? Oh, könnte schlimmer sein. Hier ist's wenigstens warm. Ja, sehr optimistisch denkender Mensch. Danke übrigens für die Empfehlung. Mein Chef war ziemlich beeindruckt. Freut mich. Und wie sieht's aus? Ist noch nicht offiziell, aber dürfte okay sein. Mein Glückwunsch. Freut mich wirklich. Tja, ich wollte es Sie nur wissen lassen. Und nochmal danke für alles. Haben Sie schließlich verdient. Bisher nichts Neues, was? Nee, totale Ebbe. Schon zurück, Agent McPherson? Was vergessen? Kann man so sagen. Ich muss Mia noch ein paar Fragen stellen. Mia heißt die Gute, genau. Und wie er heißt, wissen wir jetzt auch. Jetzt in meinem Bilde. Und ja, mal gucken, ob uns Mia helfen kann. Oh, hallo. Hallo, Mia. Na, doch noch ein Herzenswandel? So ungefähr. Ich brauche Ihre Hilfe. Nichts lieber als das. Dann mal hereinspaziert. Ach, wir reden gerade aneinander vorbei, glaube ich. Ja, ich komme sofort runter. Ich muss nur mal kurz nach unten. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Aber Mia, ich brauche doch nur... Keine Sorge, ich bin sofort zurück. Okay, ich lasse mir Zeit. Aber ich glaube, ich befürchte, wir können so lange hier rumstehen, wie wir wollen. Mia wird nicht kommen. Wir müssen hier schon irgendwas machen. Bestenfalls nehmen wir uns einfach diesen Pass, den wir brauchen. Hm? Merkwürdig. Sie hat einen super Fernseher, aber ein Telefon aus der Steinzeit. Du, das ist normal. Meine Prioritäten sind da ziemlich ähnlich, weil sie hat ja ein Handy. Das Telefon ist reine Zierde, kann man sagen. Wer braucht schon ein Telefon? Ganz ehrlich, ich brauche überhaupt keins. Mit dem so einem Allnet-Handy und dann ist das Handy echt ausgelutscht. Also das Telefon. Gut, meine Allnet-Flat nutze ich auch ziemlich selten, muss ich sagen. Ich bin nicht so der Handy-Narr. Aber dafür umso mehr halt... Ja, wenn es um das Internet geht, das ist eben einfach meine erste Kommunikationsstelle. Aber das konnten sich die meisten sicher schon denken. Deswegen laber ich nicht viel und gehe mal weiter. Ja, ich mach's mir schon mal bequem. Sie hat bestimmt nichts dagegen, aber Rick garantiert. Oh, interessante Bilder. Ich frage mich, wo das aufgenommen wurde. Sieht aus wie das Mädchen, dessen Foto wir in der Leiche gefunden haben. Ich habe gerade eine Tür gehört. Die ist ja wirklich schon da. Shit, da war noch ein Brief. Ich musste mich echt beeilen? Krass. Mia, wer ist das? Das ist Steph. Oh, verflixt, wir waren verabredet. Sie wollte nochmal für mich Modell stehen. Und wo waren Sie verabredet? Wieso? Stimmt was nicht? Antworten Sie mir, wo? In meinem Atelier, 4455 Beauregard. Okay, die Adresse kenne ich. Bitte, Vicky, sagen Sie mir, was los ist. Das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären. Sie bewegen sich nicht vom Fleck, verstanden? Das ist ja mal interessant, jetzt werden die Parallelen so richtig zugeschnürt. Okay, jetzt geht's wahrscheinlich um Leben und Tod hier. Ja, deswegen kam sie auch sofort zurück. Ich denke, wollen wir eine Verstärkung rufen, oder? Hey, Miss McPherson, wann schnappen wir dieses Schwein denn endlich? Ich hoffe, bald. Okay, ja gut, dann gehen wir mal dieser heißen Spur nach. Sehr interessant. Auch sie ist eine Künstlerin und in ihrem Atelier... Dass Vicky natürlich bekannt ist, ja. Ich bin echt mal gespannt. Ich weiß selbst nicht mehr, was jetzt genau passiert. Ich kann auch gar nicht mehr einschätzen, wie groß das Spiel noch ist. Mal gucken.
Ja, hüpf rein. So, wir haben einen neuen Punkt. Richards Galerie. Das ist auch die Galerie, wo wir ganz am Anfang, falls ihr euch erinnert, im Intro, da waren wir dort, wurden aber dann wegen einem Mord, weggerufen sozusagen. Der wollte uns ja die ganze Zeit diesen neuen Künstler vorstellen. Und da sind wir nun mal wieder. Noch in der gleichen Nacht. Hallo, Richard. Hallo, Vicky. Ha, kommst du dir endlich die Ausstellung ansehen? Nein, leider nicht. Du musst mir draußen das Tor aufmachen. Ich muss in eins der Ateliers. Kann ich machen. Aber wieso? Ich habe endlich eine Spur. Und die führt zu meinen Ateliers? Was ist denn los? Da drin ist jemand, der den Täter vielleicht kennt. Ich muss hier unbedingt sprechen. Okay, gehen wir. Sehr spannend gerade. Und hier sehen wir auch schon wieder sehr interessante Bilder. Ich erinnere mich dunkel an ein Bilderrätsel, das ziemlich happig war. Das war auch eins der letzten. Ich hätte mich gefreut, wenn du dich mal für meine Arbeit... Oh Gott! Vicky! Scheiße! Das kann nicht! Nein! Mia! Warten Sie! Scheiße! Ich muss hierbleiben und den Tatort sichern. Ruf du die Polizei und geh Mia suchen. Okay. Okay, das wusste ich nicht mehr. Was für ein Blutbad. Alter. Die Musik, die ist gerade richtig gut. Okay, warte mal. Haben wir... Nee, wir haben jetzt nichts dabei, um auf klassische Art und Weise die Spuren zu sichern. Deswegen gucken wir uns jetzt alles jetzt einfach mal an hier. Was ist das? Die Rose steckt unterm Aufzug fest. Ich komme nicht dran. Ernsthaft, wieso kommst du da nicht ran? Kannst du irgendwie die Karte? Nee, das wird nicht gehen. Oder ich probier's lieber mal. Die Rose steckt unterm Aufzug fest. Okay, das geht nicht. Da brauche ich irgendeinen anderen Gegenstand. Gut, lass das mit dem Bild. Okay, es ist weg. Was ist das? Red Lamper Mamper. Ach, sieh an. Ja. Jetzt haben wir eine Karte für das eine Gebäude. So wollten wir nicht an einer rankommen. Aber gut. Mann, der Killer hat zugeschlagen. Die kommen eindeutig zu spät. Mir ist jetzt doch nicht am Tatort, das ist gut. Die Musik ist echt gerade ein bisschen creepy hier, oder? So, ich gucke mir erst mal alles anderes an. Die Leiche zum Schluss. Aber es gibt nichts anderes, deswegen... Ja. Komm, schneller. Okay. Da steht die Vergebung der Sünderin. Okay, irgendein Partybild oder so. Aber da hinten stand was drauf, das habe ich gesehen. Das gucken wir jetzt gleich noch an. Okay, aber erstmal die Leiche weiter gucken. Da steht zum Beispiel was, meine ich auch, okay. Eieiei. Wenn es denn nur rote Farbe wäre, ne? Aber ich befürchte... Da steht die Vergebung. Ja, das weiß ich schon. Es tut mir so leid, Stefan. Ich hätte den Schuss wagen sollen. Ja, hast du leider nicht. Es tut mir so leid, Stefan. Okay. Sonst kann ich hier das noch nicht anschauen. Das ist auch eher Sache der... Pathologie. Da steht... Und es scheint so... Doch, hier ist noch... Die Farbe und das Blut sind vermischt. Claire wird ihre Freude haben. Oh je. Na gut, aber das ist trotzdem ja leicht auszumachen mit dem Blut und so. Wird sie schon hinbekommen, die gute Claire? Mensch, die kommt diese Nacht aber auch nicht zur Ruhe, ne? So, jetzt gucken wir uns nochmal das Bild an. Das hattet ihr definitiv etwas hinten drauf. Sie ist die Nächste. Und wer ist das? Ist das Mia oder ist das jemand ganz anderes? Ich kann den nicht wirklich erkennen. Naja, gut, Vicky wird es uns bestimmt noch sagen. So, gibt es sowas Ähnliches eigentlich auch bei dem Bild? Wahrscheinlich nicht. Nee, ganz normal. Okay, super Neuigkeiten sind das doch, oder?
So, soll ich hier noch irgendwas machen? Oder kann ich einfach gehen? Und auf Verstärkung warten. Ne, da habe ich mir alles angeguckt bei ihr. Ich denke nicht, dass da noch irgendwas geht. Was ist mit der Rose? Die Rose. Ich brauche irgendeinen, ich weiß nicht, einen spitzen Gegenstand, der vielleicht hier wo rumliegt. Damit ich an diese Rose noch komme. Aber wie ihr seht, da ist nichts. Ah, ich kann noch hier hin. Hast du toll gemacht. Okay, vielleicht haben wir eine Chance, mit der Kette irgendwie da ranzukommen. An diese Rose. Probieren wir es mal. Wir peitschen uns die Rose her. Wäre doch Style, oder? So. Die Rose steckt unterm Aufzug fest. Ja, ja, ja. Oh, ich glaube nicht, dass mir das hilft. Kette. Eine Kette zum Öffnen und Schließen eines Garagentors. Ja. Die Rose steckt unterm Aufzug. Okay, ich hätte mir denken können, dass es nicht geht. Wäre ein bisschen zweckentfremdet worden. Ja, super. Ich habe jetzt dieses... was soll ich denn damit tun? Okay, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht an dem Tor jetzt nochmal. Das nochmal befestigen oder so. Nee, da will es jetzt gar nicht mehr hin. Okay. An der Leiche will ich... Die will ich jetzt auch eigentlich nicht in Fesseln legen oder so. Das wäre sehr kontraproduktiv und auch ein bisschen verrückt. Deswegen, ja, war's das? Kann ich gehen? Kann ich kaum glauben eigentlich. Aber gut, ich probiere mal zu gehen. Vielleicht geht's ja auch gar nicht. Zum Glück habe ich dich noch im letzten Moment angeklickt. Kette. Ich weiß noch nicht genau, was sie vorhat, aber... Oh, sie steht nicht genau davor. Moment. Ein Haken. Wahrscheinlich um Kisten oder sowas zu bewegen. Ah, okay. Also wird das da doch Sinn machen. Genau, der Fahrstuhl ist jetzt oben und deswegen... Haha, clever. Kommt sie natürlich an die Rose. Das haben wir doch ganz gut gelöst. Wir haben eine Rose. So, den Rest willst du nicht? Okay. Schauen wir uns die mal an. Eine Rose aus Silber. Ja, nichts Auffälliges. Okay. Nette Botschaft, werter Killer. Aber gut, was mache ich jetzt? Kann ich jetzt gehen? Browning? Wer? Warum weiß ich nichts davon? Nicht nötig. Das sage ich hier selbst. Okay. Agent McPherson. Miller will einen gewissen Vaclav Koller verhören. Wieso weiß ich nicht, dass Sie einen Verdächtigen haben? Weil ich sicher bin, dass er mit dem Fall nichts zu tun hat. Aber da ist Ihr Partner anderer Meinung. Er wartet übrigens im Büro auf Sie. Okay. Das soll auch noch ein bisschen warten. Ich habe null Bock auf das Büro gerade. Ist ja gerade hier so spannend. Claire, erste Meinungen? Hallo Herzchen, ich bin gerade beschäftigt, aber komm später wieder, dann habe ich sicher was für dich. Alles klar. Gut, na gut, was hier kann ja nichts Neues sein. Die Rose, nee, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich damit machen soll. Big Boss hat sich auch rausgetraut aus seinem Nest. Ist ja Wahnsinn, dass... Agent McPherson, Ihr Partner wartet auf Sie. Ja, ist ja gut. Hey, ich wundere mich eh, dass er mich nicht anpinst wegen dem... Ja, ich soll ja mich von dem Fern eigentlich raushalten, hat er ja gemeint, ne? Wundere ich mich, dass es gerade egal ist. Miss McPherson, lassen Sie sich von diesem blöden Browning bloß nicht einschüchtern. Ja, ja, das gewöhnt mich schon dran. Er ist ja leider nie anders mit mir umgesprungen. Er war schon immer so brutal. Aber egal. Ist hier noch etwas? Young Taste oder so. Nee. Also ich sehe nichts. Weiter.
Okay, wo ist denn mein Auto? So ganz blöd gefragt. Okay, hier. Gut. Hier nochmal reinzugehen wird jetzt nichts bringen. Denke ich mal. Ah, wir haben jetzt eigentlich viele Möglichkeiten. Wir könnten auch... Nee, können wir nicht. Wir haben zwar diesen einen Pass, der uns zu... Na, wie heißt's? Ich suche gerade den Ort. Ins Red Lantern bringen würde, aber da ist ja auch ein Bild. Und wir sehen definitiv nicht so aus. Deswegen gehen wir jetzt erstmal ins Büro. Da kommen wir nicht dran vorbei. Denn das ist auch nochmal so eine Sache mit dem Pass da. Da muss noch ein bisschen Vorarbeit geleistet werden, damit uns der Türsteher das auch überhaupt abkauft. Ist auch irgendwie logisch, ne? So, bin mal gespannt, ob Miller für mich irgendwas Neues hat. Und wer weiß, vielleicht ist Claire auch bald da mit der Leiche. Hey, Victoria! Hierher! Er ist da drin. Was ist passiert? Ein weiterer Mord? Oh, okay. Gucken, was er weiß. Hallo, Vaclav. Erinnern Sie sich an Detective Miller? Ja. Stecke ich etwa in Schwierigkeiten? Könnte man so sagen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Na, dann hauen wir mal raus, ne, Vicky? Könnten Sie mir sagen, wo Sie vor 3 Nächten waren? Ja. Wahrscheinlich saß ich an meiner Doktorarbeit. Wahrscheinlich? Ja, das vermute ich. Denn ich sitze ständig daran, außer wenn ich Nachhilfe gebe. Okay. Nathalie war Ihre Schülerin, oder? Ja, ich war Ihr Mentor, aber das war auch alles. Schauen Sie sich mal dieses Foto von Nathalie an. Hast du sie so zugerichtet, Vaclav? Nein, ich habe ihr nichts getan. Der Effekt ist nicht derselbe, wenn man die Person kennt. Stimmt's? Sie sollten ihr Zimmer vielleicht neu dekorieren. Wie haben Sie Nathalie denn kennengelernt? Hast du sie ertränkt, bevor du sie aufgeschlitzt hast? Ich war das nicht. Also, wie haben Sie sich kennengelernt? Über eine Anzeige am schwarzen Brett. Was sollen diese Zwischenrufe von Miller jetzt hier? Anscheinend spielen wir guter Cop, böser Cop. Ich weiß ja nicht. Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass er unschuldig ist. Ich weiß nicht, den kaufe ich ihm nicht ab, die Nummer. Also ich kaufe ihm die Nummer ab, dass er ein absolut ehrlicher Mensch ist. Vicky hat es ja auch schon selbst gesagt, dass sie daran nicht glaubt. Miller hingegen... Na, mal abwarten. Ich glaube nicht, dass wir ihn letztendlich als Killer festmachen können. Das wäre ein bisschen enttäuschend, oder? Ich weiß nicht. Man erwartet was anderes. Und Cynthia? Woher kannten Sie die? Mit Cynthia hast du es wohl genauso gemacht wie mit Nathalie, stimmt's? Miller. Hab ich Ihnen doch schon gesagt, von Mias Party. Miller nervt gerade irgendwie, ich weiß nicht. Wieso haben wir dann in Nathalies und Cynthias Fall am Tatort partielle Abdrücke gefunden, die zu 99% mit den ihren übereinstimmen? Cynthia hat sich wohl gewehrt, was? Hast du sie deswegen so brutal zusammengeschlagen? Ich hab ihr nichts getan. Bei Nathalie kann ich es mir erklären, aber bei Cynthia... Da müssen Sie mir helfen. Waren Sie Ihr Kunde? Was? Keine Panik, Vaclav. Ich will nur wissen, was zwischen Ihnen Sache war. Ja, es stimmt. Ich war Ihr Kunde. Cynthia arbeitete da, wo wir sie heute Abend aufgegabelt haben, oder? Ja, Mia und Cynthia arbeiteten da, aber weder in den Bädern noch im Massageraum. Was taten Sie denn? Sie arbeiteten in einem besonderen Club. Nur bestimmte Mitglieder haben dazu Zugang. Was für ein Club? Ein Bordell? Keine Ahnung. Ich war nie dort. Aber ich habe wichtige Leute ein- und ausgehen sehen. Das war's. Sie können jetzt gehen, Mr. Koller. Hey, was soll die Scheiße? Sagen Sie mal, haben Sie mit mir gesprochen, Inspektor Miller? Wieso lassen Sie den laufen? Aus welchem Grund? Weil er nicht zu den Verdächtigen gehört. Dass die Abdrücke übereinstimmen, ist nur ein Indizienbeweis. Ich hab die Schnauze voll. Hören Sie, Agent McPherson. Nein, jetzt hören Sie mal gut zu, Browning. Seit wann sind Abdrücke verdammt nochmal nur Indizienbeweise? Eieieiei, was ist denn hier gerade für eine Mörderstimmung? Auch ein bisschen überraschend. Ich meine,
Also Fingerabdrücke sind ja schon eine Sache. Aber ich finde es schön, dass der gerade ein bisschen entlastet wurde, weil er ist es nicht, das ist klar. Und Miller ist jetzt gerade voll auf 180, kann das sein? So kennt man ihn gar nicht. Ich glaube, der hat schon lange keine Leiche mehr gesehen. Die beiden überlasse ich besser ihrem Streit. Ja, gut. Wir haben was anderes vor. Denn schon wieder wurden wir zum Red Lantern verwiesen. Es klingt ja, also wichtige Personen gehen außen ein. Das macht natürlich unser Verdächtigenkreis jetzt nicht unbedingt kleiner. Aber es wird höchste Zeit, dass wir uns da irgendwie mal versuchen einzuschleusen. Ich denke, das ist auch unser nächstes Ziel. Erstmal einen eigenen Computer. Gibt's was Neues? Nee. Mensch, Wick, bist du unbeliebt anscheinend. Das gibt's ja wohl nicht. Was ist denn hiermit? Was habe ich denn da eben bekommen? Ich habe was Neues bekommen. Okay, du bist doch nicht unbeliebt. Zeig mal. Lesestoff? Was haben wir jetzt bekommen? Collas Doktorarbeit vielleicht? Oder hatten wir die schon? Ohne Reue. Ungelöste Serienmorde ein... Nee, das hatte ich gelesen. Da haben wir ja die Parallele festgestellt. Was haben wir gelesen? Huch! Ich habe gerade irgendwas runtergeschmissen. Egal. Wie komme ich jetzt da raus? Da. Ich will was anderes lesen. Nein! So. Collas Doktorarbeit, Fotos vom 5. Tatort, Claires Bericht, Sicherheitskartenmitteilung. Ne, das war die Sache. Das war jetzt nicht das Neue, das war von dem Alten. Ja, Sanctuary, ja. Hatte ich mir die Bilder schon mal angeguckt? Es könnten auch die... Vielleicht habe ich das schon die ganze Zeit übersehen, dass da was liegt und das ist jetzt gerade überhaupt eh nicht up to date. Dann möchte ich mich davon mal nicht verwirren lassen. Ich werde jetzt mal... Also ich bin mir sicher, dass wir uns einen gewissen Pass machen müssen lassen, weil der Pass hier, Stephanies Identifikationskarte für den Red Lantern, gut und schön, aber ich sehe ihn nicht unbedingt ähnlich. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen faken. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich erwarte, dass ich noch eine Hilfestellung vom Spiel kriege. Und weil ich die noch nicht bekommen habe, sollte ich wohl mit was anderem fortsetzen. Ich versuche mal Claire zu erreichen. Mal gucken, ob die schon da ist. Andernfalls könnte ich natürlich auch mal total bescheuert mit dem Pass versuchen, ins Red Lantern zu kommen. Aber ich glaube, das wäre hoffnungslos. So, mal gucken, ob sie überhaupt da ist. Abgeschlossen. Claire ist wohl noch am Tatort. Claire ist wohl noch am Tatort. Ja, okay. Hilft uns jetzt natürlich nicht viel. Gut. Ich glaube nicht, oder? Nochmal zum Tatort zurückkehren. Für was? Nee, da war nix. Überlegen. Wegfahren oder hier noch was machen? Ich brauche ja selbst noch ein Bild von mir. Ach, ich weiß nicht. Ich habe so wenig Hinweise, dass ich da überhaupt was dran ändern muss. Ich gehe jetzt erstmal... Ich versuche nochmal ins Red Lantern zu kommen mit dem Ausweis, aber das wird nicht funktionieren. Ich muss den Pass faken, aber ich weiß noch nicht wie. Na gut, wir probieren es einfach. So viel Zeit muss sein. So, vielleicht kann ich ja wirklich auch im Tatort noch irgendwas herausfinden. Richards Galerie. Oder wir probieren es gleich mit dem Red Lantern. Komm, probieren wir es erstmal. Wird zwar nicht klappen, kann ich mir eigentlich jetzt schon denken. Der wird richtig blöd gucken, wenn ich da einen Pass von jemand anderem habe. Oder vielleicht mit Mia reden. Das wäre vielleicht eine Idee. So, mein großer Freund. Ich glaube zwar nicht, dass wir ins Geschäft kommen. Quatsch. Damit erst recht nicht. Guck mal.
Ach, so darfst du es gar nicht machen. Hallo. Jetzt. Keine gute Idee. Er lässt mich ohne Karte nicht durch. Genau, und jetzt probieren wir es mal, aber das kann nicht funktionieren. Ja. Wird mir sofort abgelehnt. So einfach machen sie es einem nicht. Der guckt da schon drauf. So. Was mache ich jetzt? Versuchen mit Mia zu reden, aber wo wird denn die jetzt sein? Die ist ja. Die hat das ja mitbekommen, ist dann abgehauen. Ob sie in ihr Zimmer abgehauen ist oder. Fragen über Fragen. Ich werde es mal kurz probieren bei ihr. Oder ich gehe gleich zum Tatort. Also die zwei Sachen möchte ich noch probieren. Campus erstmal, das geht eigentlich ganz schnell. Ja, am Ende tun wir jetzt ein bisschen hängen. Man merkt es schon, aber... Naja, da haben sie... Kann ich da eigentlich noch rein? Er ist nicht da. Jo. Der war ja auch gerade bei uns, ne? Wer weiß, vielleicht läuft er ja an, dann braucht er noch ein bisschen. Mia ist nicht hier. Mia ist nicht hier. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zum Tatort. Da muss es weitergehen. Oder ich muss doch schon... im Büro das machen, was ich noch so halb in Erinnerung habe. Wäre aber dann fies, weil... Vicky hat davon noch keine Silbe benutzt. Mal schauen. So. Nein. Und... die Galerie. Das Auto steht auch noch da. Gehen wir mal hier rein. Also klar, wir waren schon mal hier, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ja, genau. Mit euch reden. Das fehlt mir nämlich noch. Da ist er ja. Die beiden sollte ich in Ruhe lassen. Nö. Die beiden sollte ich in Ruhe lassen. Och, Menno. Aha. Oh, schicker. Screensaver. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Diese Zufälle, okay, dass er ein Bild von uns hat, das würde mich jetzt nicht verwundern. Denn es ist ja unser Freund. Aber er hat auch andere Bilder, schaut mal, die kennen wir zum Teil noch nicht. Also, ich muss schon sagen, was hier für Bilder kreiert wurden für dieses Spiel, das gefällt mir ungemein. Ja, Mensch, das scheint doch der gleiche Künstler zu sein. Welch Zufall. Und wir können unser Bild grapschen, das ist sehr gut. Das ist nämlich das, was uns gefehlt hat. Denn mit diesem Bild können wir eventuell diese eine Karte ummodeln. Das werden wir auch im Büro machen müssen. Hätte ich eigentlich in einem Zug machen können, wenn ich das Bild gleich mitgenommen hätte. Aber okay, jetzt haben wir es. Und das nächste Mal werden wir versuchen, uns einen Pass zu erstellen, damit wir endlich in das... Red Lantern kommen. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. War nämlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein bisschen umständlich gemacht, aber gut, wann sind das Rätsel bei Still Life nicht? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es eben wieder heißt, Let's Play Still Life.